Frau Kate Walker, Hilfe! Schnell, oder Strauße verloren! Ganimuk! Ganimuk! Tuk Tuk! Beikulet! Braket Woka! Kembunu! Tuk! Tuluk Tuk! Mininia Burut! Mein Gott, was ist mit dem armen Strauß passiert? Strauße wollen schlechtes Wasser trinken, Tuk! Wenn Strauße durstig, Strauße durstig! Und Strauße nicht klug, Frau Ketwoka! Si, Lako Loko, Tuk! Kopf hart wie Stein! Versucht sie so lange wie möglich zurückzuhalten. Es muss einen Weg geben, das Flusswasser zu filtern. Ganimuk! Aber Frau Kate Walker, beeil! Frau Kate Walker! Guten Tag! Za! Du mich noch kennen? Frau Kate Walker? Ich, Ayahuasca! Große Yukol-Schamanin, ich gehe dich suchen in der Welt der Geister. Also verdanke ich Ihnen mein Leben, Frau Ayahuasca. Sie haben sich um mich gekümmert, bevor Sie mich in die Klinik von Weisenburg brachten. Ich weiß nicht, wie ich Ihnen danken soll. Tuk Tuk Zuga! Frau Kate Walker gehen und Flusswasser da oben sauber machen. Sie war in magischer Welt. Also sind Geister ihre Freunde. Sie zeigen ihr Weg. Na gut, wenn Sie sagen, dass die Geister mir helfen werden, ich werde es versuchen. Meine Damen und Herren der Geisterwelt, wenn Sie mir den Weg zeigen wollen, dann jetzt! Ich dachte, Fragen kostet nichts. Diese Anzeige misst offenbar den Fluss des Wassers vom Damm.
Diese Anzeige misst offenbar den Fluss des Wassers vom Damm. Bertler, Frau Catwalker, dank Ihnen und Geistern Strauß bin gerettet. Seien Sie trotzdem vorsichtig, Herr Beroth. Das Wehr, das das Wasser filtert, hält vielleicht nicht lange. Tja, Jukol, gehen schnell hier weg, um Strauße sicher zu machen. Aber geht nix ohne Kirk. Er unser Führer. Ich komme gerade aus der Klinik. Kirk und ich waren im selben Zimmer. Tja? Wie geht's, Kirk? Es geht ihm gut. Keine Sorge, Herr Beroth. Tuk, dann warum er kommt nicht zurück? Es dauert offenbar eine Weile, sein künstliches Bein fertigzustellen. Kein Kirk. Jukol können nicht weg. Dann Strauße wollen weiter ohne Jukol. Lange hier behalten geht nicht. Strauße gehen über Seewalds empor und werden gefressen von Seegeistern. Tuk! Die Strauße, die den See überqueren. Das muss also ein Teil des Zuges sein. Tuk, Tuk. Baranur auf anderer Seite von See ist Pfad der heiligen Ebenen. Und Strauße legen Eier in heißem Sand der heiligen Ebenen. Aber See nicht gefroren wie früher. Also können nicht rüber. Hören Sie zu, Beroth. Tun Sie Ihr Bestes, um die Strauße ruhig zu halten, während ich nach Weißenburg gehe. Ich habe Kirk versprochen, seine Prothese zu holen und sie ihm zu bringen. Bertler, Bertler, Tuk! Frau Catwalker, du Freund der Jukol! Ich werde jetzt mit der Schamanin sprechen. Ayahuasca wird sich freuen, Frau Catwalker zu sehen. Sie geht mit dir weit in die Welt der Geister, um dich zu befreien.
du nicht. Tot wegen ihr. Für eine seltsame Skulptur. Sieht aus wie eine Art Oktopus oder Tintenfisch. Hallo. Ah, ah. Genug, Mark. Frau Kate Walker. Mark, Andenken? Also, diese Skulptur dort. Aha, Kailak, der große Geist. Sehr böse, Frau Kate Walker. Monster von Wasser in großem See. Oh, ich verstehe. Das stellt eine örtliche Legende dar. Haha, nicht Legende, Frau Kate Walker. Kailak sehr groß, sehr böse, liegt an Grund von See. Wenn es das Monster wirklich gäbe, hätte es eure Strauße angegriffen bei dem Versuch, den See zu überqueren und weiterzureisen, oder nicht? Yukol, immer überqueren am Tag. Kailak mag nicht Licht. Und immer, wenn See gefroren, Kailak, ich kann durch Eis, um Strauße zu essen. Aber jetzt See immer noch gefroren und Strauße ungeduldig. Nicht gut, nicht gut. Und, wie läuft das Geschäft? Tok, tok. Keine Touri-Kunden mehr hier. Keiner mehr mögen Yukol in Valsembor. Nicht gut Geschäft. Warum mögen sie euch hier nicht mehr? Yukol sitzen zu lange in Valsembor fest. Nicht gut. Müssen schnell weg. Einer von euch hat einen Schlüssel repariert, sodass ich aus der Klinik entkommen konnte. Waren Sie das? Nein. Schmied. Da drüben. Es macht Ihnen wirklich Sorgen, dass Kirk so lange fort ist, oder? Kirk, heiliger Führer. Kein Führer, keine große Reise. Frau Ketowok hat Nachricht von Kirk? Seine Therapie schwächt ihn wirklich, aber als ich wegging, ging es ihm gut. Ah, Kirk kommt zurück sehr bald. Oder nicht gut, nicht gut. Wiedersehen und danke für die Informationen. Okay, Frau Ketowok, bye bye. Tok, tok. Katastrophe mit Wasser der Strauße vermieden. Sehr knapp. Danke, Frau Kate Walker. Aber seltsame Kleider, junge Dame. Ich kann diese Jurte betreten. Führer Kirk zu lange weg.
Klinik. Hoffentlich geht es Kirk da oben gut. Konok Mak. Ein Kontrollpunkt. Sicher. Halt! Sie dürfen hier nicht durch! Und warum nicht bitte? Meine Dame, da das unangemessene Herumlungern der Yukol-Nomaden in der Stadt sich als Element mit belästigendem Einfluss auf die Ungestörtheit der Bewohner erwies, hat Bürgermeister Buljakin angeordnet, dass der Zugang zu Walsimbor von nun an auf diejenigen beschränkt sein soll, die einen ordnungsgemäß gestempelten Pass vorweisen können. Mein Herr, ich glaube wirklich nicht, dass ich eine Gefahr für Walsimbor darstelle. Und ich bin gar kein Yukol. Junge Dame, Ihre Physiognomie reicht nicht aus. Nur die Vorlage des besagten städtischen Passes wird akzeptiert. Hören Sie, ich muss wirklich dringend in die Stadt. Ohne einen Pass dürfen Sie nicht passieren. Brauche ich wirklich einen Pass? Unabdingbar. Unterlassen Sie diese Diskussion. Gehen Sie weiter. Nichts Nützliches hier. Ein Stempel. Unvollständig. Es scheint etwas zu fehlen. Das ist nicht richtig. Versuchen wir etwas anderes. Strauße brauchen viel Pflege. Viel, viel. Konok Mak. Tuk, tuk, Zucker! Bayert la, Frau Kitwalker. Große Strauße brauchen viel Pflege. Viel, viel. Zu lange weg. Die Handwerker der Yukol fertigen diese Statuetten wohl dutzendweise an. Doc. Hallo.
muss Hütte sauber machen, sonst Bußgeld. Konokmak. Bayertla, Frau Kitwalker. Tuk tuk Zucker! Große Strauße brauchen viel Pflege, viel, viel. Das ist also der berühmte See, der nicht mehr zufriert. Brauche ich wirklich einen Pass? Unabdingbar. Unterlassen Sie diese Diskussion. Gehen Sie weiter. Strauße brauchen viel Pflege, viel, viel. Tuk tuk Zucker. Bayertla, Frau Kitwalker. Früher liefen die Dinge mit dem Jukol glatter. So viel ist sicher. Was für ein erstaunliches Sammelsurium. Ganz anders als die Märkte in New York. Wenn Sie nach Walsenborg kommen, schauen Sie in meinem Gästehaus vorbei. Wir haben das beste Essen der Stadt. Walnuss. Geschenk, geschenkt. Guter Preis, nicht teuer. Ah, ihr Nomaden, ihr seid wirklich geschäftstüchtig. Gut, geben Sie mir 2 Kilo, junger Mann. Aber, du meine Güte, meine Brieftasche. Jemand hat mir die Brieftasche gestohlen. Sie, geben Sie sie mir sofort zurück. Hallo, junge Dame. Die Bürger haben völlig recht. Ihr Jukol, seit ihr hier seid, habt ihr euer wahres Gesicht gezeigt. Ihr seid ein Haufen Hühnerliebe, nichts weiter. Duck, duck. Dimitri, was ist los? Ah, Frau Kate Walker. Du hast gute Neuigkeiten? Ehrlich gesagt nichts Besonderes. Kirk, ihr junger Führer, ist in den Händen von Olga Jefimova. Diese Frau hat den Leiter der Klinik, den armen Dr. Samyatin, unter ihrer Fuchtel. Sie scheint auch mit einem dubiosen Soldaten unter einer Decke zu stecken. Diese Leute hassen sie, Ayahuasca.
Sie können ihre Art zu leben nicht ertragen. Sie haben das Wasser für eure Strauße vergiftet. Außerdem glaube ich, dass sie Kirks Prothese zurückhalten, um ihn in der Klinik festzuhalten und sie daran zu hindern, weiterzuziehen. Leute mögen Jukol nicht mehr. Jukol veraltet. Tuk-tuk schnüff. Wenn Jukol ohne Führer nicht weitergehen auf große Reise. Nach Norden zurückgehen und nie wieder dort weggehen. Und dann Strauße sterben. Immer langsam. So weit sind wir noch nicht. Ich habe Kirk versprochen, nach Weisenburg zu gehen und ihm sein mechanisches Bein zu bringen. Tuk, magisches Bein, nicht einziges Problem für Jukol. Was ist das andere Problem? Ayahuasca sieht böse Geister überall auf dem Weg für Jukol. Jetzt viele böse Geister auf See und auch danach. Baranur sehr gefährlich. Pech, überall. Ayahuasca, große Angst. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, den See zu überqueren, ohne dass er gefriert. Ich werde es herausfinden, wenn ich in Weisenbor bin. Warum, Frau Kate Walker, tun alles das für uns? Ihr werdet wie Aussätzige behandelt. Ich finde es abstoßend, wie man hier mit euch umgeht. Tuck! Frau Kate Walker und Jukol sind Freunde. Also, Frau Kate Walker, begleiten Jukol auf große Reise? Mal sehen. Erst muss ich nach Weisenbor. Aber wie Sie scheine ich eine Gefangene hier im Lager zu sein. Jukol haben kein Recht mehr, nach Weisenbor zu gehen. Frau Kate Walker wie wir. Sie muss Pass finden, um Lager zu verlassen. Wo finde ich so einen Pass, mit dem ich das Lager verlassen darf? Früher konnten Jukol-Maschine in Hütte am Lagerausgang benutzen. Aber Behörden machten sie kaputt, darum jetzt nicht benutzen können. Frau Kate Walker sollte Tori-Kunden aus Weisenbor fragen. Es ist seltsam, warum der See nicht zufriert. Das liegt sicher an der Erderwärmung. Böse Geister am Grund des Sees wärmen Wasser. Bös üble Geister. Überall jetzt. Ich habe gehört, was Ihr Stamm alles für mich getan hat, als Sie mich fanden. Ich danke Ihnen von Herzen. Frau Kate Walker geheilt. Das ist, was zählt. Aufgabe von Ayahuasca. Ich werde versuchen, so einen Pass zu finden. Frau Kate Walker, beeilen! Kate Wolke, finden hier, was Sie suchen. Geschäft ist nicht so gut. Behörden werden feindselig. Heilige Lande der Strauße zu erreichen, sehr schwierig so. Ihnen meinen Pass geben. Sonst noch etwas. Was für ein erstaunliches Sammelsurium. Ganz anders als die Märkte in New York.
Jetzt Tori-Kunden denken, alle Yukol sind Diebe. Ein Pass? Dafür müssen Sie ins Rathaus, junge Dame. Leid, ich kann Ihnen meinen Pass nicht geben. Sonst säße ich hier ja fest, nicht? Ich kann diese Jurte betreten. Frau Kate Wolke, finden hier, was Sie suchen. Geschäft ist nicht so gut. Behörden werden feindselig. Die Schmiede ist beeindruckend. Katastrophe mit Wasser der Strauße vermieden. Sehr knapp. Danke, Frau Kate Walker. Frau Kate Walker, finden hier, was Sie suchen. Ich kann diese Jurte betreten. Und wie soll ich nach Hause kommen, wenn ich Ihnen meinen Pass gebe? Was für ein erstaunliches Sammelsurium. Ganz anders als die Märkte in New York. Jetzt Tori-Kunden denken, alle Yukol sind Diebe. Und wie soll ich nach Hause kommen, wenn ich Ihnen meinen Pass gebe? Die anderen Besucher. Vielleicht sollte ich mein Glück bei ihm versuchen. Mein Herr, entschuldigen Sie. Guten Tag. Sie sind nicht von hier, oder? Sie sprechen mit Akzent. Aber was um alles in der Welt tut eine junge Amerikanerin in unserem schönen Land? Sind Sie geschäftlich hier oder als Touristin? Oh, das ist eine ziemlich lange Geschichte. Verstehe. Auf jeden Fall müssen Sie unsere Stadt besuchen. Wissen Sie, Weißenburg ist zu dieser Jahreszeit ausgesprochen reizend. Und wenn Sie schon hier sind, schauen Sie doch in unserem Gasthaus vorbei. Es ist das beste Lokal in der Stadt. Nichts lieber als das, aber leider habe ich erfahren, dass ich jetzt einen Pass brauche, um Weißenburg zu betreten.
Ich suche jemanden, der mir hilft, einen zu bekommen. Ah ja, das stimmt. Das ist allerdings sehr lästig. Ich kann da vielleicht etwas für Sie tun. Das ist der Pass meiner Frau. Es geht ihr nicht gut, darum ist sie nicht mitgekommen. Das Dokument ist noch gültig, nur hat sie vergessen, es im Rathaus abstempeln zu lassen. Und ist das ein Problem? Ich fürchte, ohne den Stempel ist das Dokument wertlos. Früher musste man es nur an der Polizeikontrollstelle dort drüben am Tor des Lagers abstempeln lassen. Aber die ist nicht mehr in Benutzung, seit die Stadt die Rechte der Yukoi so stark eingeschränkt hat. Also ist der Pass nutzlos? Nicht zwingend. Sie müssen nur einen Stempel finden, der aussieht wie das Siegel von Weisenbohr. Die Polizei schaut oft nicht so genau hin. Wie auch immer, ich habe kein Wort gesagt. Viel Glück und vergessen Sie nicht, in meinem Gasthaus vorbeizuschauen, wenn Sie in Weisenbohr sind. Stempel. Aber natürlich ist keiner davon der richtige. In das Leder ist eine Form eingestanzt. Ein alter Schwamm, völlig vertrocknet. Ein alter Schwamm, völlig vertrocknet. Ein alter Schwamm, völlig vertrocknet. Auf keinen Fall. Keine Chance. Nichts. Das ist nicht richtig.
Tinte. Versuchen wir etwas anderes. Im Verlauf der Zeit hat sich der Stempel ins Leder durchgedrückt. Sieht aus wie der Stempel von Weisenbohr. Perfekt, um Tinte auf einen Stempel aufzutragen. Jukolkerzen aus selbstgemachtem Wachs. Thank you.
Hallo? Guten Tag, Frau Kitwalker. Brauchen was geschmiedet? Ja, tatsächlich. Ich brauche einen Stempel, der dieselbe Form hat wie das Siegel von Valsembor und den ich mit der Presse am Eingang zum Lager verwenden kann. Kompliziert. Brauche Modell. Tuk, tuk. Sie haben Frau Kitwalker? Kompliziert. Schmied braucht auch Wachs für Form. Gutes Zeug. Stempel bald fertig. Ich bin sicher, dieser Zwerg hat was vor. Unmöglich. Ich muss einen Weg finden, den Stempel zu befestigen, sonst fällt er wieder raus. Ich muss einen Weg finden, den Stempel zu befestigen, sonst fällt er wieder raus. Nur der Stempel fehlt. Wie praktisch. Ich muss einen Weg finden, den Stempel zu befestigen, sonst fällt er wieder raus.
Ich muss einen Weg finden, den Stempel zu befestigen, sonst fällt er wieder raus. Ich muss einen Weg finden, den Stempel zu befestigen, sonst fällt er wieder raus. Ich muss einen Weg finden, den Stempel zu befestigen, sonst fällt er wieder raus. Nur der Stempel fehlt. Wie praktisch. Der Pass? Brauche ich wirklich einen Pass? Unabdingbar. Unterlassen Sie diese Diskussion. Gehen Sie weiter.
Hallo, Miss Walker. Ich bin sehr froh, dass ich Sie endlich erwische. Mr. Kenton, was wollen Sie denn von mir? Wieder nach Hause holen, ob Sie wollen oder nicht. Kommen Sie. Geben Sie mir bitte die Hände. Haben Sie verstanden, was ich gefragt habe? Ich gehe nicht mit Ihnen mit. Hören Sie? Lassen Sie mich in Ruhe. Sie sind allein hier, ohne Freunde und Bekannte. Und Sie können nirgends hingehen, Miss Walker. Also seien Sie vernünftig. Drehen Sie sich um und strecken Sie die Hände vor. Zwingen Sie mich nicht, Gewalt anzuwenden. Mr. Marson? Endlich! Ich habe sie. Ja, sie ist wohlbehalten. Ich habe Miss Walker unter Kontrolle. Ich informiere Sie über unsere Fortschritte. Es dauert höchstens 1-2 Tage. Ich nehme an, es wird einige bürokratische Hürden geben, bevor wir das Land verlassen können. Hören Sie, all die Dinge, die man mir vorwirft, sind unwahr. Der Mord an Hans, die Unterschlagung, das ist Unsinn. Und während wir hier Zeit verschwenden, kann ich den Yukol nicht helfen. Und glauben Sie mir, Sie brauchen wirklich Hilfe. Ich bin nicht Ihr Feind, Miss Walker. Wenn Sie nichts getan haben, wie Sie sagen, dann liegt es in Ihrem Interesse, zurückzukehren und sich vor Gericht zu verteidigen. Hier können Sie ohnehin nichts mehr tun. Ich fürchte, Sie haben nicht nur Freunde hier. Nun gut, Mr. Kenton. Sie haben gewonnen. Ich bin froh, dass Sie endlich Vernunft annehmen, Miss Walker. Jetzt müssen wir nur warten, bis der Vertreter der örtlichen Militärbehörden den Verwaltungskram fertig macht. Ich glaube nicht, dass es lange dauert, bis wir unsere Papiere bekommen, damit wir hier weg können. Wie lange müssen wir warten? Ich habe in letzter Zeit viel durchgemacht, wissen Sie? Ich bin noch nicht ganz genesen und noch etwas schwach. Nun, es wird sicher höchstens ein paar Stunden dauern. Könnten Sie mir bitte ein Glas Wasser bringen? Ich fühle mich nicht so gut. Etwas schwindelig. Dafür müsste ich Sie hier alleine lassen. Ich bin mir nicht sicher, ob... Bitte, Mr. Kenton. Ich glaube, ich werde ohnmächtig. Keine Sorge, Miss Walker. Ich werde sehen, was ich tun kann. Aber gehen Sie nicht weg. Schnell. Ich muss mich befreien und hier verschwinden, während Kenton beschäftigt ist. Nutzlos. Intakt. Verflixt. Ich muss etwas anderes finden.
Endlich frei. Gut, nichts wie raus hier, bevor Kenton zurückkommt. Der offizielle Pass von Weisenbohr. Damit kann ich ins Yukon-Lager kommen und gehen, wie ich will. Miss Walker, nein! Warten Sie! Ich habe einen Haftbefehl für diese Frau. Nehmen Sie sie fest! Ein Pass! Geben Sie ihn mir zurück! Sofort! Verstanden?